So, da sind wir wieder. Und letzte Folge sind wir stehen geblieben hier vor dem Gitter. Klick. Das war jetzt nicht allzu schwer. Oh, und das ist wirklich eine Schatzkammer. Eckharts Amulett. Was machst du? Er hat schon eins. Schmeißen wir das mal kurz weg. Also, er hat 340275. 340275. Assistenz verändert es schon mal keine. Auch unten bei Lebenspunkte, Stamina und Mana verändert sich nichts. Na gut, das behalten wir dann einfach erstmal so. Ein blauer Stein. Wir müssen echt irgendwo ein Zwischenlager einrichten. Wir haben viel zu viel Nahrung. Und eine Keule. Ich glaube, mit der konnte man stunnen. Genau. Stunnen ist also betäuben. Das heißt, wir geben ihm richtig eins auf die Nuss und er kann nichts mehr machen. Aber dafür macht das kaum Schaden. Also bleibe ich lieber bei meiner Axt und bei meinem Schwert. Und wir müssten jetzt mit dieser Schatzkammer durch sein. Den anderen Gang sind wir ja letzte Folge lang gegangen. So, das heißt, die Tür bleibt offen. Offene Türen heißt immer, da waren wir schon. Geschlossene Türen heißt, da haben wir irgendwas noch vergessen. Genauso wie auch hier irgendwo. Das Teleporter-Rätsel noch haben, was ich noch machen wollte. Und hier ist noch was anderes. Na gut, mein College-Block ist in Greifreichweite. Gehen wir einfach mal geradeaus. Entweder das ist ein sehr großer Raum oder wir werden zurückteleportiert. Okay, also zwei Felder in den Raum rein können wir. Sobald wir in das dritte gehen, werden wir wegteleportiert. Ich gehe jetzt so mal testweise alles lang. Oder wir drücken einfach den Knopf da. Können wir jetzt? Nee. Auf der anderen Seite vielleicht auch noch einer? Nee. Ah, wir können aber jetzt hier am Rand ein Feld weitergehen. Also gut, merken wir uns, wenn wir reinkommen, links an der Wand lang, können wir lang gehen. Ich habe gerade ein komisches Schwup-Bup gehört. Ich glaube, das ist wieder so ein fliegendes Ding. Nix. Noch mehr Essen. Da war wieder das Wupp. Und ein Choker, das ist so eine Art Halsband. Okay, unser mächtiger Krieger im Kettenpanzer mit einem Halsband. 433233. 433233. Verändert auch nichts an Stats. Ja, das ist wirklich so ein bisschen komisch bei Dungeon Master. Man weiß nie wirklich, was die Gegenstände machen. Also klar, es hat auch einen gewissen Charme, das dann versuchen rauszubekommen. Aber ich bin jetzt schon so viele moderne Spiele gewöhnt, das ist dann ein wenig ungewohnt. Genauso bei den Waffen. Man weiß ja nicht wirklich, was besser ist. Außer man probiert es aus und guckt, wie viel Schaden das verursacht. Und die Geräusche werden lauter. Haben wir Zauber fertig? Nee, die beiden nicht. So. Es könnte wieder so ein Säuremonster sein, die ich. Ja, da ist eins. Machen wir eine Wolke. Dahin und lassen ihn drin verrotten. Oder auch nicht, weil er ist zu schnell. Machen wir noch eine Wolke hier hin, dass wenn er dahin geht, gleich Schaden bekommt. Einen Bolzen vorbereiten, noch einen Bolzen vorbereiten und der kommt gar nicht in die Wolke rein. Ah gut, die Waffe ist nicht kaputt. Und er steht immer an der falschen Stelle. Also, links von uns. Tauschen wir die Plätze. So. Mana. Also wir wissen, er bekommt Schaden durch Gift. Wir wissen aber nicht, wie viel Schaden er durch die Gift bekommt. Anscheinend bekommt er durch Äxte mehr. So, trink erstmal was. Dann ist die Wunde auch weg. Und wir geben gleich mal ihm die ganzen Flaschen. Das Wup-Wup kommt immer näher. Ja. Ich wollte gerade sagen, das Wup-Wup kommt immer näher, aber es stand direkt vor uns. Und es ist schierisch schnell. Low Forests. Irgendwo müsste hier die Tür sein von der Kammer.
Nee, erstmal müsste die große Kammer kommen. Okay, bleiben wir kurz stehen. Zauber vorbereiten. Ist die überhaupt noch hinter uns? Anscheinend nicht. Und wir haben immer noch die Flasche in der Hand. Jetzt keine Zeit für Flaschen. Kein Bub-Bub-Geräusch. Na gut, dann schlafen wir mal und hoffen, dass wir nicht gewone-hittet werden von dem Ding. Also ich weiß nicht, ob man mehr Schaden bekommt, wenn man von einem Monster quasi geweckt wird. Das Wupp Wupp war kurz da. Ich finde es echt cool, dass die Zeit weitergeht. Das war damals ein richtiges Feature. So, jetzt schleichen wir uns da wieder ran. Bolzen vorbereiten. Ah, das Ding ist auch schön breit, dass wir treffen es. Das war jetzt komisch. Ein einziger Giftbolz auf der zweiten Stufe ihn umgebracht. Wir haben ihn vorher nicht getroffen, oder? Ah, echt komisch. Na gut, stelle ich mal nicht in Frage. Also, wir sind hier lang, hier lang, hier lang. Und bei dem Säuredingens lag noch ein Helm. Wo auch immer das Säuredingens war. Ich glaube, das war hier links rum. Da ist ein Helm. Ein Kaskel und Kopf. Also ich glaube, es soll heißen, ein Käuf ist auch so eine Art Helm. Also ich gehe einfach mal davon aus, da es seltener ist, weil die Helme haben wir zweimal, ist es besser. Ich weiß nicht, ob dem so ist, aber das kann man ja später mal gucken. So, ich höre noch mehr Schleim und ich höre noch so ein Wupp-Wupp. Und das hier sollen alles Schatzkammern sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder zumindest Lagerräume. Das heißt hier, Giftbolzen. Die sterben echt Tiere schnell. Na gut. Und Elijah hat ein Zauberer-Level bekommen. Schön, schön. Das heißt, mehr Wisdom, 2 Punkte. Da ist ein Säureding. Und er steht links von uns. Das heißt, nur Navi kann. Jetzt steht er rechts von uns. Ha, wir sind zum ersten Mal, glaube ich, einen von seinen Säuregeschossen ausgewichen. Sonst bleibe ich da irgendwie mal drin stehen. So, Navi ist links, Elijah ist rechts. Navi ist links, Elijah ist rechts. Oh, ein Fighter-Level, weil er so viel Schaden bekommen hat. Aber die Rüstung ist noch heil. Gut. Und er hat auch keine Tränke mehr. Das ist nicht gut. Hallo? Oh, Schluck. Hallo? Schluck. Und wir sollten demnächst mal neue Tränke machen. Und es ist relativ ruhig und es gibt viel zu viele Abzweigungen. Also noch weiß ich ungefähr, wo wir sind, aber Stab der Clown. Was machst denn du? Du machst Slash und Brandish. Brandish ist Brandmarken. Ja, auch komisch. Kann aber anscheinend von der hinteren Reihe aus. Das können wir gleich mal ausprobieren beim nächsten Gegner. Also beim nächsten Gegner, wo ich nicht panisch irgendwelche Knöpfe drücke, wie diese fliegenden Schlangen zum Beispiel. Oder die Säure-Dinger. Denn ich habe immer die Panik, dass sie die Rüstung kaputt machen. Wenn sie das denn überhaupt machen, weil ich weiß ja nicht, wie die das in dieser Spielversion gelöst haben. Es kann ja auch sein, dass die Programmierer von diesem Mod Erbarmen hatten, damit dass man eine richtig geile Rüstung findet und dann, whoops, sie zerstört wird. Aber das werden wir wahrscheinlich noch früh genug rausbekommen. So, nicht wieder zurückdrehen. Gehen wir jetzt zurück? Ich glaube nicht, nein. Wir laufen in eine Sackgasse. Na gut. Ist das wirklich eine Sackgasse? Anscheinend. Wir haben aber immer noch nicht irgendwas Besonderes hier drin gefunden. Das einzige Besondere, was wir gefunden haben, war der Helm. Und das war jetzt nicht wirklich so dolle. Hier ist noch eine Sackgasse. Wenn meine Karte im Kopf richtig ist, müsste es da zurückgehen. Und den Weg sind wir gerade schon gegangen. Ja, hier sind die 2 Wasserspeier. Komisch. Aber gut, gehen wir zurück.
haben wir wirklich nichts Besonderes gefunden. Doch, wir haben den Stab hier gefunden noch. Okay. Oh, hier sind ja auch noch Abzweigungen. Hier war der Helm und das Säuremonster. Aus der generellen Richtung kommen wir. Hier ist einfach so eine Sackgasse. Und hier müssten wir jetzt zurückgehen zum großen Raum, wo wir zurückteleportiert werden. Was ist mit dir? Ah, noch ein Amulett. Ein Illu-Amulett. Das leuchtet. Wir brauchen zwar kein Licht, aber... Ja, mit was ersetzen wir das jetzt? Ja, mit dem Halsband. Das sieht dann wenigstens nicht ganz so doof aus. Jetzt ist er halt ein strahlender Paladin. Mit seinem Kettenhemd und seinem leuchtenden Amulett. Oder so ähnlich. Wenn er jetzt nicht neben zwei alten Männern und einem Geist rumlaufen würde, könnte man ihm das Paladin-Sein sogar glatt abnehmen. Oh, ein Bubub. Der unseren Zauber überlebt, der zwei Zauber überlebt. Und dann wegfliegt. Na gut, sind alles Zauberer-Level. Zack. Zack. Und wir sollten auch ein bisschen öfters mit den beiden zaubern, sonst kriegen die nie ihre Level zusammen. Und sie brauchen die Level ja, um mehr Lebenspunkte zu bekommen. So, wir sind wieder am Eingang. Gehen wieder in den Hauptraum, da lassen wir die Tür auch schön weit offen. So, dann bleibt jetzt, glaube ich, nur noch die Tür da. Gucken wir mal kurz. Ah, da ist noch eine. Sind da die Teleporter? Nein, hier sind Fallgruben. Das ist ja fast genauso schön wie Teleporter. Schlafen wir kurz. Denn je länger wir schlafen, desto mehr Essen verbrauchen wir. Und wir haben viel zu viel davon. Noch. Ja. Es kann echt sein, dass wir jetzt weniger Essen bekommen durch das Essen. Also weniger Punkte auf dieser Anzeige durch das Essen. So, eine Hühnchenkeule und... Wow, die bringt richtig viel. Ich habe auch gar nicht auf das Gewicht geachtet. Also Pilzstücke sind 0,5. Käse ist 0,8. Hühnchenkeulen sind 0,4. Also sie unterscheiden sich nicht riesig. Was mit den Wurmstücken? Die sind bestimmt schwer, oder? 0,4. Wir haben doch gar nicht so viel Essen, wie ich dachte. Ah, doch, da. Wir haben aber keine Wurmstücken mehr dabei. Außer du hast hier eine Kiste voll Wurmstücke. Nein, eine Kiste voll Pilzstücken. Und hier ist das ganze Essen geblieben. So, die Würmer wiegen 1,1 Kilo. Also definitiv am meisten. Das heißt, wir sollten die Wurmstücken zuerst essen, wenn irgendjemand noch Hunger hat. Was nicht der Fall ist. Aber für später. So, also. Ja. Ich glaube, das Rätsel kenne ich gerade. Also aus dem Grimrock-LP. Nee, doch nicht. Ich dachte, wenn man ein Feld geht, dann gehen alle drumherum zu, beziehungsweise auf, je nachdem, was da gerade ist. Ein bisschen so ist es doch. Außer die Reihe hier vorne. Nee, das ist definitiv nicht so. Aber checken wir die Wände hier. Das geht wieder zu. Ich sehe nicht wirklich ein Muster, aber es klappt. Also gehe ich einfach weiter. Ah. Es klappte. Da haben wir einen Gegner, den wir gleich abschießen. Und der nicht an uns ran kann. Das ist schon mal ganz gut. Obwohl er ja auch ein Fernkämpfer ist. Der definitiv mehr Giftwolken aushält als wir. So, treffen wir dich noch oder bist du irgendwo ganz woanders? Ich schieße einfach blind. Nein, nicht den. Gut, wir treffen ihn anscheinend nicht mehr. Also gehen wir zurück. Schlange. Das ist echt zu cool, dass ich so schnell umkippe. Aber gut. Das Rätsel ist komisch. Also wir gingen hier lang. Letztes Mal sind wir anders gegangen. Und hier ist auch nirgendwo ein Schalter.
Wobei mir einfällt, wir wollten ja eigentlich in jede Grube mal runterspringen, ne? Na gut, dann machen wir das gleich hier in der Mitte. Autsch. Und der Raum hier unten ist definitiv groß genug, um jede Fallgrube abzudecken. Also macht es keinen Sinn mehr, in andere reinzuspringen. Essen nehmen wir mit. Und sonst ist hier nichts. Klick, klick. Nö, ist wohl echt nur als Auffangbecken gedacht und nicht um irgendein Secret zu behausen. Aber gut, bevor wir da... Ah, ich höre einen neuen Gegnertypen. Ha, ha, ha. Ja, der Dungeonmeister hier ist echt ein Komödiant. Na gut, speichern wir ab und in der nächsten Folge versuchen wir die Druckplatten mal richtig auszulösen. Also, LP 009. Und wir sehen uns gleich wieder.